zusammen bei Frau Weber Digital. Heute wollen wir über Wörter sprechen, die mit EU oder EU geschrieben werden und wollen rausfinden, wann man sie mit EU schreibt und wann mit EU. Los geht's. Starten wir mit Beispielwörtern. Bäume schreibt man zum Beispiel mit EU, ebenso Räume. Teuer oder Feuer schreiben wir mit EU. Das Problem ist, das hört sich beides gleich an und wir können nicht hören, ob da jetzt EU oder EU in das Wort kommt. Also, was können wir machen? Das ist ganz einfach. Wir schauen, ob es ein verwandtes Wort gibt, das mit AU geschrieben wird. Bei Bäume gibt es ein verwandtes Wort mit AU, nämlich die Einzahl der Baum. Da ist das AU. Bei Räume gibt es ebenfalls ein verwandtes Wort mit AU, der Raum, auch die Einzahl. So, und weil das so ist, schreiben wir Bäume und Räume mit EU. Bei teuer gibt es kein verwandtes Wort mit AU, bei Feuer auch nicht. Die Regel lautet also, immer wenn du ein verwandtes Wort mit AU kennst, das muss kein Nomen sein, das kann auch ein Verb oder ein Adjektiv sein, dann benutzt du EU. Und wenn es kein verwandtes Wort gibt, musst du EU einsetzen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam üben. Ich habe dir hier 5 Wörter vorbereitet und wir schauen, ob wir ein verwandtes Wort mit AU finden können. Dann setzen wir EU ein, wenn nicht EU. Lass uns starten. Schäumen. Ich kenne ein verwandtes Wort und zwar der Schaum. Also muss ich hier EU einsetzen. Träumen. Auch hier finde ich ein verwandtes Wort. Der Traum. Also EU. Die Freunde. Kurz überlegen. Freundschaft fällt mir als verwandtes Wort ein. Da höre ich aber kein AU. Es gibt keins. Also setze ich EU ein. Scheußlich. Auch hier gibt es kein verwandtes Wort. Es fehlt EU. Und zum Schluss die Räuber. Da fallen mir sogar mehrere verwandte Wörter ein. Entweder der Raub oder Rauben. Beides schreibe ich mit AU, also setze ich hier EU ein. So, das war's. Wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.